Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe vorgestern die Pinkbox erhalten. Hier ist sie. Hatte noch keine Zeit, sie aufzumachen, möchte das jetzt mit euch gemeinsam tun. Und falls ihr Interesse habt, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach dran bleibt. Also, legen wir mal los. Ich habe sie jetzt hier an der Seite schon so ein bisschen aufgemacht, aber noch nicht reingeschaut. Weil das hier immer so ein Akt ist und das dann sonst so lange dauert. So, schauen wir mal rein. Ich habe also noch gar nicht gespickt bei anderen und weiß überhaupt nicht, was drin ist. Ich weiß nur, dass es eine Stay Gold Edition sein soll. Das stand schon in meinem Profil. Mal schauen. Oh, das ist auch irgendwie schwer zu öffnen. So, muss mal ein bisschen zurückrücken hier. Ja, schön. Ich sehe schon die Box. Moment, ich zeige sie euch sofort. Muss aber das entfernen hier. So, das ist der leere Karton. Bei der Pinkbox ist ja immer eine Zeitschrift dabei. Das ist dieses Mal hier die Petra. Die kostet 2,90 Euro. Und ist für November, ja, also die aktuelle. Genau, die ist dabei. Und so sieht die Box aus. Ich halte sie euch hoch. So. Also ich finde die echt schön aufgemacht, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Hier ist noch das Pinkbox-Logo. Und ja, im Karton ist nichts weiter drin. Jetzt schauen wir mal, was in der Pinkbox drin ist. Ich öffne sie. Der Deckel ist schwarz von innen. So sieht sie halt aus, ne? Und so kommt sie daher. Ich mache das Schleifchen jetzt mal auf. So. Den Aufkleber. Und dann lasse ich euch kurz reinschauen und dann stelle ich sie hier unten ab. So wie ich das immer mache und hole ein Produkt nach dem anderen raus. Ich gucke da vorher auch nicht auf die Karte oder sonst irgendwas. Das machen wir dann hinterher. So. Hier ist die Karte. Da schaue ich jetzt noch nicht drauf. Die lege ich mir hier zur Seite. Und so sieht die Box aus. Kurze Sneak Peek. Dann schauen wir doch mal. Ja, als erstes kommt mir hier entgegen ein Herbal Essences Shampoo und zwar Clearly Naked. Das ist jetzt ganz lustig. Das ist das mit weißer Erdbeere und Minzextrakt. Das wollte ich mir tatsächlich vor ein paar Tagen selber holen. So sieht das aus. Und habe das dann gelassen, weil ich gesagt habe, oh Naika, du hast so viele Backups noch an Shampoos. Bei mir wird ein Shampoo eh nicht so schnell leer, weil ich ja Entschuldigung, meine Haare nicht täglich wasche, sondern alle 4 Tage. Und von daher dachte ich mir, ja, lass das jetzt erstmal mit dem Shampoo-Kauf. Und ja, jetzt habe ich das in der Box drin. Finde ich jetzt wirklich gut, dass ich das nicht geholt hatte. Ja, ihr könnt mir ja mal sagen, ob das jemand von euch schon kennt, gute Erfahrungen damit gemacht hat. Also ich kenne es noch nicht. Es riecht... Oh, ich habe gerade irgendwie einen Frosch im Hals. Entschuldigung. Oh, es riecht sehr, sehr gut. Nach Minze und ganz frisch. Ja, mag ich sehr. Auf jeden Fall ein tolles Produkt. Das ist natürlich eine Full-Size-Größe. Gucken wir nachher mal, was es kostet. Dann habe ich als nächstes hier diese Wattepads. Die Make-up. Ja, das sind 70 Stück. Und ja, das sind ja diese teurere Marke, ich glaube, die kostet 2 Euro oder 1,95 die Packung. So rum, genau. Die sind jetzt bei mir drin. Was sehe ich hier noch? Dann habe ich als nächstes hier Kalusan Cremeschaum Winterfreude 5% Urea Intensivpflege mit Nordic Cotton Extrakt. Okay. Das scheint wohl irgendwie was für die Füße zu sein, weil hier ist ein Fuß abgebildet. Und zwar sieht es so aus. Und hinten drauf steht, pflegt und wärmt strapazierte Haut mit Mandelöl und Ingwer.
Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln, zur Entnahme Dose mit dem Sprühkopf nach unten halten. Siehe Abbildung. Sparsam anwenden. Zweimal täglich etwa walnussgroße Menge auf die betroffenen Hautpartien auftragen und sorgfältig einmassieren. Nur zur äußerlichen Anwendung bei unverletzter Haut. Okay. Ja, also es scheint nicht unbedingt ein Fußprodukt zu sein, glaube ich. Weil es steht nicht explizit für Füße drauf. Also denke ich mal, es ist so ein Cremeschaum, einfach eine Urea-Creme. Ich hatte euch ja schon mal gesagt, dass ich an meinen Schienbeinen sehr trockene Haut im Winter habe und da sehr, sehr gerne Urea-Creme verwende. Und ich kenne die Marke Calusan jetzt gar nicht. Oh, das spiegelt so, ne? Ich glaube, ich habe hier doch ein bisschen zu viel Licht gemacht. Ja, vielleicht könnt ihr es so besser sehen. Ja, ist jetzt ein Produkt, was okay ist, auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal weiter. Dann habe ich hier drin eine Luxusmaske mit Gold von Schebens. Aktiviert die Zellen, verfeinert den Teint. Dermatest bestätigt, Wirksamkeit dermatologisch sehr gut. Champagner, Kaviar, Perlen. Ja, die hatte ich auf jeden Fall schon öfters. Das ist hier diese Luxusmaske von Schebens mit Gold. Und ja, ich vertrage die Schebens-Masken alle. Ich vertrage die total gut und kann jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind. Das ist auch noch eine mit Stiftung Warentest oder so oder Dermatest, dass die sehr gut sein soll von der Wirksamkeit. Und von daher freue ich mich darüber. Ja, was habe ich hier noch drin? Oh, von Lord & Barry sehe ich gerade einen Kajalstift und zwar Travel Black, also schwarz. Das ist ja eine Marke aus Italien, also wird in Italien hergestellt, meine ich. Ob die jetzt wirklich aus Italien kommt, weiß ich jetzt nicht genau. Ist auf jeden Fall ein schwarzer Kajalstift. Ja, was soll man dazu sagen? Ich swatch euch den mal. Oh, der ist sehr, sehr weich. Wow. Ja, doch, da merke ich einen Unterschied zu so einem günstigen, sage ich mal, weil der hat eine sehr, sehr weiche Konsistenz und er ist sehr präzise. Also freue ich mich immer drüber. Meiner ist jetzt auch gerade am Leergehen, von daher kann ich das immer gut gebrauchen. Ja, das war drin. Und dann habe ich hier noch, oh, da freue ich mich sehr. Und zwar habe ich hier neue Miracle Match Foundation, eine Foundation plus eine Mascara. Und zwar von Max Factor ist das hier die Fusion False Lash Effect. Hier, so sieht sie aus. Es ist so eine lilane von Max Factor. Und da dran ist noch eine kleine Foundation. Da freue ich mich total drüber. Das ist ein Tester. Max Factor Miracle Match, ja, freue ich mich, weil ich die dann mal austesten kann. Ich hatte sowieso vor, mir jetzt eine neue Foundation zu kaufen. Ich kriege das gerade aber irgendwie nicht auf. Ich habe mir jetzt auch hier keine Schere hingelegt, aber weil ich wollte euch mal das Bürstchen zeigen. Vielleicht kann ich es so auseinanderziehen. Moment. Okay. Ja, doch, es klappt schon. Es kam mir schon ein bisschen entgegen. Sonst muss ich gleich mal eine Schere holen. Habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht, dass ich die noch brauchen werde. So. Oh. Dass die hier aber auch keinen Anfang reinmachen, dass man das hier leichter aufbekommt, ne? So. Jetzt aber, komm. Stelle ich mich mal wieder sehr blöd an. Nee, ich krieg's, glaube ich, nicht für euch gebacken. Aber gut, lassen wir das einfach. Ich würde sagen, ich werde die austesten. Hier, so sieht sie jetzt aus. Und ich berichte euch dann auf jeden Fall. Wenn ich schwer begeistert davon bin, werdet ihr es auf jeden Fall in meinem nächsten Video, aufgebraucht, Video, Favoritenvideo, wie auch immer, was ich als nächstes drehen werde. Da bin ich noch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall kommt die Glossy Box. Die ist gestern schon angekommen, aber leider hat der der Hermesbote niemanden angetroffen. Und der kommt heute wieder. Nee, der war heute da. Und ja,
Ich war wieder nicht da und sie war, ist wohl bei Nachbarn abgegeben worden. Da muss ich gleich mal hin. Auf jeden Fall, als nächstes kommt bei mir die Glossy Box. Aber ihr werdet davon erfahren. Ich werde die Foundation austesten und auch die Wimperntusche. So, und das waren dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte. Und ich habe hier noch eine Leseprobe drin, sehe ich gerade. Und zwar von Armani, Rebellen des Sandes. Eine Gratis-Leseprobe. Ja, ist mal ein bisschen dicker als sonst, weil die, die sonst drin waren, waren ja wirklich immer nur so ein paar Seiten. Da war ich innerhalb von 5 Minuten gefühlt durch und dachte mir, okay, ja, das ist okay. Das sind jetzt, glaube ich, sogar 100 Seiten oder über 100 Seiten. Das finde ich gut, da werde ich bestimmt mal reinschauen. So sieht es aus. Und hier unten habe ich noch ein paar Karten drin. Zum einen, oh, keine Werbeflyer, ich bin ja überrascht. Oh, die finde ich ganz schön. Psst, es wird mal wieder Zeit für einen Mädelsabend. Die ist von Schemens. Die finde ich total klasse. Die wird bestimmt an meinen Kühlschrank wandern oder irgendwo anders hin. Auf jeden Fall wird die aufgehangen. Und dann haben wir hier noch von Armani Goldtattoos. Die gehören zu dieser Leseprobe. Und ja, finde ich auch immer nicht schlecht. Jetzt steht ja auch Halloween vor der Tür oder was auch immer. Für eine Party kann man sowas ja immer mal gebrauchen. Ja, das war's. Jetzt gucke ich mal auf die Karte und werde euch mal berichten, was die Sachen gekostet haben. Ja, wie gesagt, also wir haben ja die Petra drin. Die kostet 2,90 Euro. Die hatte ich euch ja ganz zu Anfang gezeigt. Dann haben wir hier drin die Schäbens Luxusmaske. Ich meine, die kosten immer 99 Cent. Ja, genau. Hier Schäbens Luxusmaske mit Gold, Champagner, Kaviar sowie Perlen aktiviert die Mikrozirkulation, spendet intensiv Feuchtigkeit, verfeinert das Hautbild und schützt die Haut. Die haben wir drin. Dann habe ich hier den Kalusan Cremeschaum Winterfreude. Der Kalusan Cremeschaum Winterfreude wirkt feuchtigkeitsspendend und durchblutungsfördernd. Zusätzlich pflegt und wärmt er strapazierte Haut mit Mandelöl und Ingwer. Ja, also es scheint wohl nicht nur für die Füße zu sein. Die kostet 50 Milliliter, ist also eine Originalgröße, kostet 4,99. Ja gut, aber ich denke, da kommt man auch sehr lange mit aus, weil man soll sie ja sparsam anwenden. Dann haben wir das Herbal Essences hier, das Clearly Naked. Das kostet 250 Milliliter. 2,29 Euro, tauche ein in den Duft von weißer Erdbeere und Minze. Das milde Shampoo sorgt für eine natürliche Pflege mit 0% Silikonen und 0% Farbstoffen. Für Haar, das sich jeden Tag nach seiner natürlichen Schönheit sehnt. Also denke ich mal, dass es auch dafür geeignet ist, für die Menschen oder Leute, die sich täglich die Haare waschen. Dazu gehöre ich ja nicht, aber ja, ist ein gutes Produkt. Dann haben wir ja hier drin die Max Factor Mascara, die ich hier versucht habe, für euch vergeblich auseinanderzufummeln. Aber ja, ihr werdet davon hören, wie die ist. Hol dir den ultimativen falsche Wimpern-Effekt für voluminöse Wimpern dank der Max Factor Fels-Lash-Serie. Perfekte Trennung, Schwung und unglaubliches Volumen in einem. Hier steht beim Preis 11,99 oder 12,49. Und daneben 13,1 Milliliter. Ich gehe mal davon aus, das sind die, ja, 13,1 Milliliter sind die von der Mascara. Oder ist das von dem von der Foundation? Oh, weiß ich nicht. Nee, ich denke mal von der Mascara. So, also 11,99 oder 12,49, kommt wahrscheinlich irgendwie drauf an, wo man die kauft. Dann die D-Make-Up Expert Wattepads. Hocheffizientes Abschminken dank spezieller Wabenstruktur. Die doppelseitige Struktur garantiert eine schnelle und effektive Reinigung. 1,95, 70 Stück, da hatte ich recht mit meiner Vermutung vom Preis her, die kenne ich nämlich. Ich hole mir aber eigentlich immer die günstigen bei DM, bin ich vollkommen zufrieden mit. Und dann habe ich ja noch den Lord & Barry Leinschein Kajal, heißt der. Mit dem Leinschein Kajal von Lord & Barry lässt sich einfach und schnell ein Augen-Make-up mit einem tollen Aha-Effekt zaubern.
Ideal für scharfe Linien oder für einen weichen, rauchigen Smoky-Eyes-Look. Ja, das habe ich gemerkt. Also auf jeden Fall sehr weich und kann man sich vorstellen, viel mit zu machen. Auch einen Eyeliner zu ziehen, das kann man auch mit dem Kajalstift machen. Wenn man das mal nicht ganz so dramatisch haben möchte, vielleicht ein bisschen natürlicher. Der kostet übrigens 9,90 €. Ich finde ihn ein bisschen klein, aber ich glaube, die sind alle so. Ich denke mal, das ist auch eine Originalgröße. Und dann haben wir ja die Leseprobe mit dem Gold-Tattoo. Da steht natürlich aber jetzt kein Preis dran. Ich schätze mal, dass das auch kostenlos zur Verfügung gestellt wurde für die Pinkbox. Ja, und die Petra, das hatte ich ja schon gesagt. Gut, ich muss sagen, ich bin jetzt mit dieser Box relativ zufrieden. Ich bin froh, dass ich mal ein ja, wieder zwei dekorative Produkte drin hatte. Mit der Maske kann ich was anfangen. Wattepads kann man immer gebrauchen, wobei ich nicht unbedingt finde, dass sie jetzt in der Box drin sein müssen. Aber es ist okay, es sind ja die teureren. Hierdrauf freue ich mich, das mal auszuprobieren, diesen Cremeschaum, und auch das Shampoo finde ich ganz okay. Auch die Karte finde ich auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und eine Leseprobe, ja, ist ein schönes Goodie. Hierdrauf freue ich mich. Das hat mich jetzt am meisten begeistert, dass da auch eine Foundation mit dabei ist. Und wir überschlagen mal, was haben wir denn hier an Preisen? Naja, wir haben ja hier den Cremeschaum für 5 €, die Maske für 1 € sind 6, das Shampoo für 2,29 € sind wir bei 8. 8 und dann 12 sind wir bei 20, sind wir bei 30 mit dem Lord & Barry. Und dann noch 31, 32 mit den Make-up-Pads. Ja, und dann noch die Petra. Wir sind hier bei einem Warenwert von knapp 35 €. Und das finde ich echt gut. Ich habe ja 15 € für die Box bezahlt und habe quasi das Doppelte oder ein bisschen mehr als das Doppelte an Inhalt bekommen. Die Box wird bei mir auf jeden Fall dekorativ einen Platz finden oder ja, mit Nagellacken oder sonstiges gefüllt. Da werde ich noch eine Verwendung für finden. Stay Gold, ja, außer diese goldene Luxusmaske. Und ja, jetzt habe ich mich gerade verschmiert hier. Außer diese goldene Luxusmaske und ja, die Gold-Tattoos sehe ich jetzt nicht unbedingt eine goldene Edition hier, aber gut. Ist okay und ja, jetzt freue ich mich auf die Glossy Box und bin mal gespannt, was da so drin ist. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr meine Pink Box fandet, falls ihr die Pink Box abonniert habt, was bei euch so drin war. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, falls euch das Video gefallen hat, oder über ein Abo gleich, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und bei Fragen und Anregungen oder Videovorschlägen alles gerne in die Kommentare. Ich lese alles, ich beantworte alles und ich freue mich sehr, wenn ihr mir schreibt. Ja, vielen, vielen Dank und ich sag mal Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Eure Naika.